Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Wir werden in diesen Wochen Zeuge einer sehr skurrilen Entwicklung. Die Bundesregierung bittet die deutsche Bevölkerung um moralische Unterstützung, weil sie mit dem Regieren hoffnungslos überfordert ist. Gemeint ist freilich, dass der Deutsche sich jetzt bitte mit Kritik zurückhalten möge, weil die Lage nun mal so schwierig ist. Reihen schließen in schwieriger Zeit, man sitze ja im selben Boot. Tonlage DDR. Diese Entwicklung ist nicht neu. Es ist die klammheimliche Übertragung der Verantwortung auf alle. Die politische Kaste hat dazu ein eigentlich harmloses und gutes Wort genommen und es in ein gefährliches Wort transformiert. Ich spreche von dem Wort wir. Ich bitte jeden Bürger einmal darauf zu achten, wie häufig Regierungspolitiker das Wort wir benutzen. Wir haben ein Haushaltsloch. Wir haben ein Schuldenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Und jetzt überlegen Sie mal, wer hat wirklich ein Haushaltsloch, ein Schuldenproblem, einen verfassungswidrigen Haushalt zusammengetrickst? Das waren nicht wir, sondern das waren die. Verteidigungsminister Pistorius beschreibt in seinem Verantwortungsbereich das gleiche falsche Spiel. Wir müssen bei der Beschaffung schneller werden. Wir müssen bei der Personalgewinnung besser werden. Wir müssen kriegstüchtig werden. Aber auch hier gilt, nein, Herr Pistorius, nicht wir müssen diese Aufgaben erledigen, sondern Sie. Und es sind auch nicht unsere Soldaten, die dafür Verantwortung tragen, sondern Sie, Herr Pistorius, müssen dafür sorgen, dass die Truppe ausgerüstet ist. Sie sind nicht in der Rolle, Kriegstüchtigkeit einzufordern, sondern sie herzustellen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung wird am Freitag den größten Verteidigungshaushalt in der Geschichte der Bundesrepublik verabschieden. 52 Milliarden regulär plus 20 Milliarden aus dem Sonderschuldentopf. Verteidigungsminister Pistorius hat 72 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Bundeswehr einsatzbereit zu machen. Was hält sie auf? Übrigens, Pistorius israelischer Kollege Yoav Gallant kommt mit 16,2 Milliarden aus. Das ist nur ein Viertel des deutschen Budgets, und damit befreit er den Gazastreifen von der Hamas. Nein, meine Damen und Herren, am mangelnden Geld liegt es nicht. Es liegt am Missmanagement der politischen Leitung. Dem deutschen Verteidigungsminister stehen nicht nur 72 Milliarden zur Verfügung. Er hat tausende Mitarbeiter, die das machen, was er sagt. Zum anderen hat er die Mehrheit im Parlament. Auch Union und AfD unterstützen die Beschaffung von Material. Die Presse ist auf seiner Seite. Beliebtester Politiker noch dazu, Scholz-Ablöser. Deswegen noch mal die Frage, was hält Herrn Pistorius auf, die Bundeswehr zu ertüchtigen? Die Antwort ist klar. Es ist diese ideologisch verbohrte Regierung, in der er drinsteckt. Und diese Regierung scheitert an den Gesetzen der Ökonomie, scheitert an den Gesetzen der Mathematik, an der Physik und der Biologie und am Wesen der Menschen. Kurzum, die Bundesregierung scheitert an der Realität. Und da wird es auch nicht helfen, wenn der Verteidigungsminister am Wochenende in Oldenburg zu den Omas gegen rechts spricht und gegen die Opposition
in Osnabrück zu den Omas gegen rechts spricht und gegen die Opposition demonstriert. Denn die AfD hält sie bestimmt nicht auf, die Bundeswehr einsatzbereit zu machen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Dankeschön. Sehen Sie doch einmal die Wahrheit hier. Sie haben jedes Mal dagegen gestellt. Sie sind Antifaschist. Die Kollegin Sarah Nanni hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.